Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Moderne Gewaltkonflikte haben nicht nur direkte, sondern auch indirekte und strukturelle Ursachen. Das können Armut, Hunger, alle Formen von Diskriminierung und Ausbeutung, die ungleiche Verteilung von Einkommen, inner- oder zwischenstaatliche Konkurrenz und Rivalität sein. 415 Millionen Kinder weltweit leben in Konfliktgebieten. Davon 149 Millionen Kinder in Gebieten mit hoher Konfliktintensität. Nach UN-Prognosen wird im Jahr 2021 etwa einer von 33 Menschen weltweit humanitäre Hilfe benötigen. Die höchste Zahl seit Jahrzehnten. Der Klimawandel könnte bis 2030 weitere 120 Millionen Menschen in die Armut treiben. Diese Trends bergen ein gefährliches Potenzial für noch mehr Gewalt. Positiver Frieden bedeutet, einen Zustand anzustreben, der nicht nur direkte Gewalt, sondern auch indirekte und strukturelle Formen der Gewalt präventiv und nachhaltig beendet. In Artikel 28 der Menschenrechtserklärung heißt es: Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. Um dies zu erreichen, müssen wir konkrete Wege der Konflikttransformation aufzeigen, darunter Friedenspolitik. Dies bedeutet, dass alle Konfliktparteien sich zwingen, ihre alten Denkweisen in Bezug auf die reine Abwesenheit von Gewalt zu überwinden und sich auf Kooperation und Integration einzulassen. Lasst uns eine kritische Masse für eine globale Bewegung aufbauen, die den Grundstein für einen dauerhaften Frieden legt, der mehr ist als die Ruhe vor dem Sturm.